Zuschauer auch einen so eine Art therapeutischen oder kontemplativen Effekt von dem Film. Also was, ob Sie da ein Interesse daran haben. Ja, also mein Interesse war, dass der Zuschauer reflektiert und sein eigenes Leben in Beziehung setzt, also in Relation setzt. Das war's. Ja. Ich würde das Kompliment gerne erweitern um eines für die Kamera oder die Arrangements, die der Kameramann auf ihre Anweisung hin getroffen hat. Ich finde das unglaublich interessant, wie also ohne irgendwelche Zappeligkeiten was festgestellt wird. Und man in Ruhe in diesen Arrangements den Menschen zusehen kann. Und dass man zum Beispiel, ich selten gesehen habe, wie die Arbeitswelt heute aussieht, diese Oper-Szene fand ich unglaublich, was heute sozusagen produktive Arbeit bedeutet. Meine Frage wäre, weil Sie selbstverständlich mit der Kamera zurechtkommen, haben Sie mit den Leuten die Szenen öfter gedreht, denn die wirken so unglaublich professionell in ihrem Einfachsein, dass ich fragen möchte, wie sie mit denen das irgendwie alles hinbekommen haben. Mhm. Also ich greife jetzt zwei Beispiele raus. Der eine, dieser Dialog mit der Liebe in der zweiten Episode. Da habe ich versucht, dass sich die Menschen an die Kamera gewöhnen, schon in einem vorherigen Stadium. Bin ich zu diesen Leuten mit der Videokamera gegangen und wir haben mal so diesen Dialog, aber der war nicht geskriptet oder so, sondern die haben immer wieder über ihre Beziehung gesprochen und auch eine Wiederholbarkeit herzustellen, nämlich mit dem Satz, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glaubst du, dass ich dich liebe? Das habe ich ungefähr 8-mal wiederholt und ich habe geschaut, also geht das, gibt es eine Wiederholbarkeit? Das war so mittelprächtig, das Ergebnis, also von dieser Probe. Ich habe das dann gelassen, habe Monate vergehen lassen und dann habe ich es eigentlich nur einmal gedreht, also diese Szene. Und dann eine andere Szene, zum Beispiel ganz am Anfang, die Familie, die über die Namensgebung spricht, da wusste ich gar nicht, ob die das überhaupt können werden, weil da habe ich überhaupt nicht probiert, sondern das sind ja immer die echten Leute, also ich kann die ja nicht austauschen, ich kann nicht sagen, so die Mutter spielt jetzt jemand andere oder das Baby geht nicht und so, also gut. Und die haben das eigentlich sehr gut, also das haben die einfach hingekriegt. Und das haben wir so, also ich glaube, das war wichtig, wie das Team war, dass das Team sehr zurückgenommen war und auch klein. Also wir waren 5 Leute und waren sehr ruhig und so und haben auch sozusagen ausgestrahlt, dass es keinen Druck gibt. Also haben sich die so öffnen können. Und dann waren wieder Szenen sehr, sehr schwierig. Da habe ich die dann 14 Mal gedreht, zum Beispiel die Szene mit den Waldbesitzern, die Tischszene, die so beiläufig sein soll, wo die Anweisung nur war, Helene soll die Kinder ermahnen, also das hat eh funktioniert, aber da hat jeder versucht, was darzustellen in den ersten Takes. Also der Vater hat sich bemüht, irrsinnig lieb zu sein oder der besonders gute Vater und so. Und dann war ich schon verzweifelt und habe gedacht, was mache ich jetzt? Also nachdem wir das so oft gedreht haben und die Lasagne war hart und so. Und sie haben schon die 4. oder 5. Lasagne gegessen und dann habe ich eine Pause gemacht und dann hat sich das wieder, also dann ist es in Ordnung geworden, ja. Ich kann eine ganze Frage stellen. Ja, man merkt das ganz genau, aber interessant ist nochmal die erste Szene, was mit der Dame, die da auch Ärztin, ja. Mhm. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil die ja, wenn man einen Film über Liebe erwartet, das Gegenüber ausspart. Also ein Mangel ihrer Beschreibung. Ja. Gleichwohl aber die Frau, die unglaublich schon Film disponiert hat. Meine Frage wäre, wie hat die Frau geschafft, eben nicht sich sicher sein zu können, indem sie irgendwas proben kann, sondern sich selbst aussetzen muss, ihren Interessen an dem Film, ihrer Kamera, ihrem Team, wie kann die Frau diese transparente Würde behalten von Anfang bis zum Ende? Mit dem wunderschönen Schlussbild, das war wie gemalt aussieht, dass die beiden Frauen in einer echten wie in einer gedachten Mutterschaft da auf diesem Sofa liegen. Wunderschöne Szene. Wie haben Sie das hinbekommen, dass sie so bei sich bleibt und sich so anschauen lässt auf eine unglaublich intime Art und Weise? Ich glaube, über Vertrauen. Also die haben mir sehr vertraut, die Leute. Wie nah das weiß ich nicht.
Wie haben Sie denn die Leute gesucht oder wie sucht man? Ja, wie findet man die? Also was nicht funktioniert, am Anfang habe ich es versucht über so Aufrufe in der Zeitung Familien für Dokumentarfilm gesucht, dann haben Leute angerufen und gesagt, ich bin Alleinerzieher, geht das auch? Und das habe ich aber, da habe ich gerade noch nur mehr die Familie gesucht. Und was sich dann als gut herausgestellt hat, war über, gezielt über Interessensvertretungen zu suchen. Also über die Wirtschaftskammer eine Fabrik, über die Fabrik eine Frau, die sich meldet, also die da mitmachen möchte. Oder über den Verband der österreichischen Waldbesitzer zu einem Forstbesitzer oder über eine Businessvereinigung, wo dieser Bankberater ist und so. Das heißt, also Sie hatten schon Vorstellungen am Anfang, was das für Leute sind? Ja. Also ich habe eigentlich überhaupt ganz am Anfang ein Konzept geschrieben, wo Figuren drinnen waren. Dann wollten da aber nicht alle mitmachen, also weil das war einigen doch zu privat. Also ist einer übrig geblieben von der ursprünglichen Konzeption, nämlich der Priester. Und die anderen Geschichten habe ich dann substituiert, Schritt für Schritt. Aber die Themen waren schon angelegt in dieser Konzeption, also sowas wie Einsamkeit, Ehe, Liebe, Familie, Arbeit. Ja. Wie viel Vorbereitungszeit hast du dir eigentlich gelassen, bevor du eben halt dann tätig wurdest? Also mit der Kamera quasi, Vorbereitungszeit okay. Mit den Familien persönlich? Ja, also es waren 2 bis 3 Tage Recherche. Dann habe ich das Drehbuch geschrieben, wo in dem Drehbuch sind alle Szenen schon festgelegt gewesen, aber natürlich keine Dialoge, sondern nur höchstens Inhalte, so wie mit der Liebe oder so. Dann habe ich das denen gebracht und wir sind das durchgegangen, sind auch die Drehorte durchgegangen, also wo wir überall drehen werden. Dann nochmal gekommen, auch wegen Kostüm, weil sie nicht, die können nicht irgendwas zufällig anhaben, sondern wir sind die Kleiderschränke durchgegangen, was in welcher Szene also, gewollt wird. Ja. Auch bei der Augenärztin, weil das war ja wohl ultra passend. Ja, das, aber, ja, das ist, also die Leute sind mit Angeboten gekommen, also was sie sowieso anziehen oder gern anziehen, und wir sind das einfach durchgegangen und haben es dann definiert. Also schon eine Kostümprobe eigentlich. Ja. Okay, du hast gerade eben gesagt, das Drehbuch war schon stellenweise vordefiniert. Ja, die Szenen waren vordefiniert. Also zum Beispiel, Walter und Eva sitzen auf der Terrasse, ein Dialog über ihre Beziehung, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glaubst du, dass ich dich liebe? Das war die Vordefinition. Was sie dann daraus machen, haben sie gemacht. Also diese Dialoge, nicht? Ja, aber unter Umständen stellen dann manche Situationen oder manche Szenen eine Situation her, die unter Umständen gar nicht in dieser Familie vorhanden ist, das Potenzial, oder ist es? Nein, also die habe ich schon so kennengelernt. Okay. So, also der hat gesagt, komm, also geht eine Patchwork-Familie auch bei diesem Business-Ding? So habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, ja, dann kommen sie doch zu uns und besuchen uns. Dann kam ich dorthin und die haben schon gestritten. Und dann habe ich gedacht, aha, und habe sie gefragt, also ginge das, dass solche Streitereien also auch in dem Film Thema sind oder vorkommen? Ja, das ist kein Problem, und dann war schon die Videokamera. War nur irritiert, weil du gesagt hast, das Drehbuch war schon vorgeschrieben. Nein, nachdem ich die getroffen habe, okay? 2 bis 3 Tage Recherche, dann Drehbuch. Ja. Ich würde, war da eine Frage? Banalitäten der Liebe war auch sehr entfremdend auch. Also dass man halt das Gefühl hat, dass es wirklich keine Liebe in der Beziehung gibt. Also fast jede Beziehung, außer vielleicht diese Beziehung zwischen den Schwestern zum Beispiel, wo die eine ein Baby hat und die andere ist klar, sich ein Baby wünscht. Also wie haben dann die Familien auch diese... Also ich sehe das nicht so, dass es keine Liebe gibt. Also vor allem zum Beispiel nicht bei den Waldbesitzern. Ich glaube, dass es eine sehr solide Liebe ist sogar. Nur, dass man sich halt schon bemühen muss nach 20 Jahren. In dieser Form eben. Sie haben eigentlich sehr positiv reagiert. Sie haben den Film zuerst gesehen, also vor der Berlinale. Aber dann war es natürlich schon ein Schock, wie die Leute haben sehr gelacht bei der Premiere und bei dieser Paartherapie-Szene und so, das ist natürlich hart. Ich habe sie aber vorgewarnt, Achtung, die Leute werden lachen, weil wir das schon von einem Press-Screening wussten, dass da gelacht wurde. Aber bei der Premiere gab es dann auch nachher Szenenapplaus und dann waren sie irgendwie versöhnt.